Vergessen. Hallo Freunde der Sonne, Timer vergessen. Wie ihr seht, wie immer, einmal vergessen. Aber wir setzen zurück. In der Zeit stelle ich mich auch mal vor, ich bin der Aale und ich spiele hier den roten Mann. So, seht ihr mich? Das bin ich. Ich kann mich auch ducken und so. Ich kann auch schön rollen und so. Lass die. Es ist alles Paletti. Die werden jetzt einfach mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Oder gar nicht. War das jetzt eigentlich richtig? Ja. Wir haben ja diesen komischen Bohrer überlebt irgendwie. Mit ein bisschen Glück. Boah, Alter, das war heftig. Das war so heavy. Also wer das nicht gesehen hat, ne, der hat echt eigentlich sein Leben verpasst. Oder unser Sohn Isaac. Was für ein Leben? Ach ja, waren wir schon. Ah, jetzt haben wir... Ich verstehe gerade nicht, wo wir sind. Wir sind aber richtig, da hinten müssen wir rein. Schlechte Nachrichten, das ist es. Wunderschön, nicht wahr? Die Forscher nannten es den Nexus. Sie glaubten, dass diese größeren Exemplare als Leiter des Markersignals fungierten und dieses an die kleineren Exemplare sendeten. Und das bringt uns inwiefern weiter? Ich glaube, dass sie die Maschine gefunden haben, indem sie den Signal upstream durch Nervennetze im Inneren der Kreatur nachverfolgt haben. Moment mal, wir sollen in das Ding reingehen? Ja, ist das nicht eine wunderbare Chance? Wunderbare Chance. Das Scheißvieh ist tiefgefroren. Wie sollen wir da reinkommen? Die Wissenschaftler haben Wärmetauscher verwendet. Ich versuche mal, sie zu aktivieren. Nein, bringt nichts. Wahrscheinlich gibt's auf dem Dach einen Ofen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn auch zum Laufen. Isaac, sei vorsichtig da oben, ja? Na, tun Sie sich bloß nicht weh. Hm. Diese Ironie in seiner Stimme. Hast du das auch gehört, ja? Mhm. Also sollen wir wirklich in das Vieh rein? Ich hoffe, das ist jetzt wirklich tot oder nicht nur festgefroren. Wenn wir es aufreizen, dann könnte es vielleicht wiederbelebt werden. Weißt du, das kann passieren? Boah, Alter, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was schlau ist. Ich weiß nur, dass wir da hinten erstmal reingehen. Wo denn? Da, hier rein, weil die Hauptquest ist da eh entlang lockt. Ja, schon wieder verriegelt, kann doch nicht sein. Das wird spaßig. Ja, dein Darth Vader auch. Ja. Das, ach so, das ist der Ofen, ne? Oder? Mhm. Hä? Super gut, ach so. Ach, ich glaube, wir müssen irgendwie rein, oder? Ofenraum. Ah, okay. Gut, dass du es gesagt hast. Ich hätte so lange drauf geschossen, bis ich irgendwas getan hätte. Eine Audio nach. Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Wir lernen so viel über die Kommunikation dieser Necromorphs. Die gesamte Spezies scheint durch ein telepathisches Signal in Kontakt gestanden zu haben. Vom niedrigsten Fußsoldaten bis zur mächtigsten Kreatur. Aber woher kommt das Signal? Dieser Frage werde ich nachgehen. Das scheint ja ein ganz helles Köpfchen gewesen zu sein, der Dr. Serrano. Geil, neuer Anzug. Wir haben gerade einen neuen Anzug bekommen. Vielleicht gegen die Hitze oder so, ne? Den schauen wir uns doch mal an. Archäologenanzug wurde freigeschaltet. Ja, dann nehmen wir den doch gleich mal mit. Ist ja so eine Anzugstation? Jo.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. Neue Anzüge freue ich mich immer. Dabei hätte ich viel lieber. Oh, das war mein Sack! Sieht aus wie Bernstein. Ja. Ach, den hattest du schon, ne? Ja, irgendwie ist das alles ein bisschen komisch. Nee, das ist wohl mein Tundra-Anzug, der sieht ähnlich aus. Was war das denn? War ein LKW vorbeigefahren bei dir? Ja, hört man das? Ich hab das Fenster auf. Ja. Scheiße. Ich muss den zumachen. Naja, ist egal, ist egal. Nein, das waren meine Gesangs... Sünste. Ja, dann zieh dich mal um. Wenn du wegguckst, ja. Erstmal zusammenschweißen hier. So. Solarium. So, gut gebräunt. Komm ich wieder raus. Sieht genauso aus. Ne, der Helm ist jetzt wieder anders. Jetzt habe ich deinen alten Helm. Ja, das kann ich nicht sagen. Also wir müssen da hoch, dann heißt das, wir gucken einmal hier oben. Ach, hier war's schon, ne? Wir haben mal verriegelt. Mhm. Ach, das ist bestimmt die andere Seite. Vielleicht. Ne, kann gar nicht sein. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns da erwartet. Und das sehen wir. In der nächsten Folge natürlich nicht. Ja, der lässt sich aber Zeit. Ach, jetzt fahren wir bestimmt auf das Ding da hoch, ne? Sag mal, so hoch war der Tunnel jetzt aber nicht. Endlich. Wieder draußen. Dann müssten wir jetzt aber eigentlich wieder so eine Wärmeanzeige haben. Ach, guck mal, hier ist so eine Batterie. Hallo? Ist eingeschlafen? LOL! Alter! Er ist noch rumgecatcht. Also langsam geht Isaac schon ein bisschen ab, ne? Der lässt seinen Frust raus. Ja. So, wo müssen wir die Energie machen? Also noch mehr? Ja, ich hab schon gesehen, einer ist ja hinter der Wand. Hä? Wo kommt der denn her? Ja, was ist das, du Scheißvieh? Boah, Alter! Meine Fresse! Ja, jetzt ist aber gut hier. Wow! Wow! Nimm mal die Batterie mit. Ja. Nur die Frage, wohin damit? Na, hier. Ich habe den Ofengenerator gefunden. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich hinkomme. Verstanden. Vielleicht da hinten, wo die Leiter ist? Obwohl, warte, da brauche ich noch sein. Möchte ich erstmal hier noch schauen.
Ich vielleicht noch was Schönes finden. Da erst. Achso. Ah ne, hier ist nichts. Da ist nichts. Wir schon oben? Jetzt ist er. Jetzt können wir. Was? Ja, nichts, nichts. Ich was willst du knallen? Die Leiter hier gerade. Achso. Oh, es ist wieder sehr windig. Warte, jetzt muss ich klappen. Da, pass auf, pass auf! Schon sind wir drin. Dann packen wir mal die Batterie rein. Ich wette mit dir. Warte. Huch, der ist von alleine reingegangen. Oder liegt er da noch? Ich glaube, der ist schon drin. Ja, ist er. Einfach so reingeflutscht. Was war das denn? Alter, immer dasselbe. Boah, das mit den Kolben haben sie aber geil gemacht. Muss man sagen. So. Jetzt haben wir erstmal Strom am Start. Und jetzt? Ja, eigentlich glaube ich, ja, jetzt müssen wir mit Sicherheit 100.000 Millionen Prozent, ich kriege mir jetzt gleich wieder Spaß, glaub mal. Müssen wir noch irgendwas aktivieren? Ja, wir können jetzt hier einfach durchgehen, oder nicht? Ja, doch. Boom. So, ja, das auch schon mal erledigt und dann können wir schon weiter runtergehen. Verriegelt, ja, schön. Und wieder 2 Stunden nach unten. Was soll das denn sein? Wieso sind das so? Achso, hast du es gerade verriegelt? Nee, das war schon. Achso. Isaac, ist alles in Ordnung? Oh, sehr gut. Hörst du's? Danke, dass du mich nicht von Norbert provozieren lässt. Er ist im Moment nicht der Norton meint nur, ich bedeute Ärger in vielerlei Hinsicht. Aber ihr braucht mich für die Mission und darum bin ich hier. Und, naja, ehrlich gesagt, hat mich drauf... Ellie? Ist das Isaac? Wie schön. Plaudern wir nett, ja? Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf dem Rückweg. Isaac, wir sehen uns gleich. Ja. So viel dazu. Gleich, in 3 Stunden, in der Fahrstuhl unten angekommen ist. Wir könnten eine Fahrstuhlaufnahme machen. Ja. Ach, guck mal, jetzt können wir hier, glaube ich, was anmachen. Doch nicht. Ja, der ist immer noch verriegelt. Das heißt, wir müssen hier auch wieder raus. Da hatten wir ja diese Kolben, ne? Ja. Das wird bestimmt auch wieder ein Rätsel werden. Mit Rätsel. Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Trotzdem taucht das Ding nicht auf. Stimmt was mit dem Mechanismus nicht? War ja klar. Ich glaube, er ist festgefroren. Jetzt bekomme ich ihn frei, wenn ich den Alter. Druck in den Rohren anpasse. Augenblick. Achso. Ah, nice. Doch kein Rätsel. So, pass auf. Warte. Ah, wir müssen das bestimmt auf 100% kriegen. Wieder aus. Vier. Bitte? Da leuchtet eine 4 oben. Warte mal. 4. Ah, okay.
Okay. 3. 3 ist auch hier. 1. 1. 3. 2. 3. 4. 1. Und 2. Und gleich fliegt hier alles in die Luft. Ja, und jetzt? Ach, müssen wir wieder anmachen. Hey, ich glaube, das hat geklappt. Ja, die Innentemperatur steigt. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Wie wären? Kommen Sie zum Observationsraum. Norton ist tot. Ich wäre alles weiter unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört. Aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. So, so. Mit Santos treffen. Gut, hier haben wir jetzt einen Speicherpunkt, das heißt, wir haben heute erstmal ein bisschen elektronisch und machen können und feuern können und Kamin anzünden können, das ist total geil. Aber wir sind schon wieder von der Zeit her am Ende und müssen hier so ein Stöckchen machen. Bis jetzt. Tschüss.